Sonntagabend, ideale Bedingungen, weil zum einen mein Spot ist frei. Das war in den letzten Wochen und Monaten nach der Corona-Quarantäne leider anders. Aber wir haben halt Ebbe und das Meer ist, wie man sieht, relativ rau. Das bedeutet, die Steine sind nass, glitschig und die Einheimischen trauen sich da nicht auf solche Gegenden drauf, auf solche Steine drauf. Ich habe halt hier meine Filzschuhe an und die Bedingungen sind ziemlich gut. Nicht nur haben wir Ebbe, sondern wir haben auch bald Vollmond, Sonnenuntergang und Saturn und Jupiter sind wohl auch noch gleichzeitig vertreten. Das heißt, in Kombination mit meiner neuen Fistnadel kann wohl nichts mehr schief gehen, oder? Da hängt der erste! Ein kleiner! Aber so klein ist er gar nicht. Wie geil ist das denn? Also, die Sisnadel, Farbe Rot, hatte ich eigentlich schon längst vergessen, war früher mal meine Favoritenfarbe auf Barracuda. Ja, ich muss es natürlich jetzt ausprobieren, ob die Farbe Rot noch knalliger auf Barracuda zumindest wirkt. Auf anderen Fische habe ich damit gar keine Erfahrung, habe ich noch keinen Fisch Rot gefangen. Aber auf Barracuda könnte es womöglich noch tödlicher sein. Ja, die Sisnadel, die heißt es so schön. Die dunkle Seite der Macht ist der Weg zu mannigfaltigen Möglichkeiten, die manche führen dadurch.